So, liebe Leute, und damit nach einer kleinen Pause herzlich willkommen zurück zu Let's Play FIFA 23 mit dem Endspurt in der zweiten Saison. Ja, schön, dass ihr wieder dabei seid. Und ja, kurz vorab, was ist in den letzten Tagen bei mir los gewesen? Ich erkläre es euch. Ja, es war Weihnachten, ich hatte frei, aber ich war krank, also erkältet. Dementsprechend konnten keine neuen Folgen kommen. Das war auch der Grund, warum jetzt die kleine FIFA-Pause mit dabei war. In den letzten Tagen, dass wir jetzt erst wieder dazukommen zum Jahresstart im Jahr 2023, also quasi direkt die neue Folge geht mit dem neuen Jahr los. Und warum also das neue Projekt sich verzögert, genau aus dem gleichen Grund. Eigentlich war es geplant, dass ich dann quasi über Weihnachten ein bisschen was vorbereite, weil ich war zu Hause, hatte einfach keine Zeit gehabt, außer im Neujahr, da war ich unterwegs, aber Adress eigentlich ja. Aber halt, wie gesagt, diese Erkältung, die hat mich so ausgebremst, dass ich keine Stimme mehr hatte, dass ich euch nicht neues Material liefern konnte. Es geht nicht. Und ja. Gut. Jetzt können wir mal wieder reinlegen. Oder reinhängen uns. Und die Tage wird das neue Projekt starten. Ich vermute morgen, wenn ich richtig im Kopf habe. Wenn ich es richtig geplant habe. Erst bis eigentlich morgen sein. Gut, wie dem auch sei. Starten wir rein in FIFA 23 mit dem nächsten Spiel. Der nächste Gegner ist der erste FC Magdeburg, warum auch immer jetzt gerade meine Katze rumkriegt. Gut, die sind draußen am Böllern. Es ist quasi Silvester. Ich nehme gerade auf. Ja, wir starten jetzt erstmal in Magdeburg und dann starten wir durch mit Kaiserslautern als nächstes. So, vorher haben wir noch mal tolle Nachrichten bekommen. Jo, brauchen wir nicht. Alles ist gut. Let's go! Ich denke, das passt so weit von der Ausstellung her. Ist in Ordnung. Also, gehen wir rein ins Match. Es ist ja klar, wer heute im Mittelpunkt stehen wird in diesem Spiel. Denn der kann, wenn er ein Tor macht, den Torrekord in der Liga einstellen. Genau so ist es. Wir zeigen es Ihnen live. Wenn heute zwei Tore fallen, dann hat er noch einen Ligarekord und das soll er heute in Magdeburg machen. Aber schauen wir mal. Wir haben die letzten Spiele sich mit Ruhm bekleckert. Nicht in Nürnberg, nicht gegen Darmstadt, nicht gegen Ingolstadt und auch nicht gegen Fürth. Also die letzten vier Spiele waren allesamt nicht gut. Wir haben trotzdem 7 Punkte geholt, haben aber auch verloren auf Freiburg. Da ist natürlich einiges drin in dieser Partie. Also da bin ich sehr gespannt, wie sich das auf dem Rasen darstellt. Also ich denke mal trotzdem, also es sind jetzt die letzten 9 Spiele in der Liga. Wir haben im Pokal mindestens noch eins zwischen dem Halbfinale in Leverkusen. Das wird das hoffentlich auch immer die Tage kommen. Da haben wir eine kleine Richtung aus dem letzten Pokalfinale mit offen und dann könnten wir vielleicht in Berlin noch mal was reißen. Aber mal schauen. Ich will meinen ersten Titel unabhängig jetzt von Liga 3. Ja, es ist tatsächlich, war ja mein erster Titel in Liga 3 und dem Vize-DFB-Pokaltitel. Aber vielleicht, wie gesagt, mit dem Aufstieg direkt international, aber dazu müssten es 2 Siege noch im DFB-Pokal, ja. Mal schauen. Wie weit wir kommen. Was wir reißen. Jetzt erstmal das Abklatschen mit dem ersten FC Magdeburg und dann geht's gleich ins Match. Ja. Das letzte Spiel in Darmstadt haben wir ja denkwürdig mit 5:6 verloren, in 11 Metern letzter Minute verschossen zum Unentschieden, etwas aus dem Punkt geholt. Ist nun mal passiert, das Unentschieden in Darmstadt mit 3:3, davor war ja auch mal ein Unentschieden gegen Pauli, ebenfalls mit 3:3, also sicher die letzten 4-5 Spieler, grobe Richtung, waren allesamt nicht so gut. Abgesehen vom Pokalspiel gegen FC Schalke, haben wir 4:1 gewonnen, aber in der Liga. Naja, gut. Aber also gucken, mit der Bundesliga kommt man ein bisschen Erfahrung. Wir haben ja 3-4 neue Spieler gekriegt. Noppert kommt, heute ist unser Leiter bei der WM. Staffelidis kommt, Wanicek kommt. Also es sind so ein paar Leute, die ein bisschen Erfahrung mitbringen sollen. So, auf geht's ins Match. Jetzt geht's in Richtung Aufstieg. Bundesliga ist doch Zukunftsmusik. Die nächsten letzten 9 Spiele in Liga 2 steht auf Spieltag Nummer 26 in Magdeburg. Ja, schade, die Idee war gut, aber die Umsetzung war nicht so gut. Conti, Schuler,
der nämlich ja eine Weile dran war. Er könnte hier heute der überragende Akteur werden. Schönes Ding hier und dann ist er frei. Geschichte eingehen wird, Buschi. Denn damit hat er nun den alten Torrekord eingestellt. Ja, den hat er noch nicht. Nur gratulieren. Richtig, super Leistung. Und jetzt bin ich mal Riesenchance. Der Abwehrspieler hat den Ball klasse Schade. Geblockt. Die Idee war gut, aber die Umsetzung wieder mal. So, boah. Pedro. Da kommt die Flanke. Und! Klasse gemacht. 12. Minute, erste Chance von Novoa. Aber ich weiß nicht, ob der Keeper da dran war. Oder ob der Stürmer den... Ja, es war tatsächlich der Keeper noch dran. Also der hätte wahrscheinlich sogar gepasst da hinten ins Eck. Ecke Sterne. Die Ecke kommt. Die Balleroberung. Artig. Gegen Angulo. Der verliert erstmal seinen Ball wieder und dann ist wieder auf der linken Seite der Artig frei. Angulo kommt wieder hinterher. Und nein. Überhaupt kein Foul. Jetzt ist es weg, jetzt müssen sie dranbleiben. Schönes Ding, Novoa. Ja, jetzt hat er mal ein bisschen Platz hier über die Außen. Bisschen was fast über die Außen. Novoa! 0-1. 21. Es war nur eine Frage der Zeit. Wir sehen die Wiederholung dieses Tores. Der Ball geht im kurzen Eck ins Netz. Da wird sich und muss sich. Ja, da muss man sich als Torhüter auch mal fragen, okay, warum passte der da durch? Genau da hinten rein. Der Keeper geht den Schritt rüber und kann da nichts mehr machen. Also 0-1 auf jeden Fall in der 20. Da hat er sein Tornummer 41. Jetzt muss er noch eins machen, dann hat er alleinigen Rekord. Sterne. So, boah. Jetzt hat er Platz. No, boah. Aber der ist jetzt mal als Flank. Er macht zu. Ja, ich dachte, da pfeift der Schiedsrichter vielleicht auf 5 Meter. Gerade bei solchen Flanken. Die können auch durchaus mal ganz gefährlich Richtung Hand gehen. Und dann ist es ja meistens der Handelfmeter. Ulrich, Cavallo. Cavallo! Loboa, was dran. Aber er kommt defensiv nicht hin. Sie es gut. Peters. Und holt ihn sich. Ballverlust. Oh nein. Setzt sich klasse durch. Das könnte gefährlich werden. Schönes Ding. Jetzt Piri. Und der verliert den Ball. Das ist ganz, ganz gefährlich. Wie der Abdeck. Immer die linke Seite. Das ist viel offen. Tolles Dribbling. Da sind sie alle machtlos. Gehalten. Und toll. Ja, der muss auch so einen Platz kämpfen in der Bundesliga. Ne? Das Talent. Im Tor gesehen. Super Reflex. Ecke kommt ins Zentrum. Er hat den Kopfball. Der muss kämpfen. Da wird nämlich ein WM-Teilnehmer vor, dann ihm quasi zur Seite gestellt. Die Fans geben alles. Die wollen den Ausgleich. Da sind sie mit dem frühen zu schwach. Die Idee war okay. Versuchen zwischendurch zu spielen. Jetzt der Schuss. Und hauen. Da ist er aufmerksam. Es ist ein bisschen Druck gerade von Magdeburg da. Ah, nee. Er versucht's. Hotton. Gar keine Gefahr hier in der Situation. Ja, schöner Ball. Peters. Der Rechtsverteidiger, der jetzt mal durchgeht. Die Chance jetzt. Ball kommt nicht. Und der Keeper pflückt sich den mal von Carvalho rüber und dann bleibt es bei 0-1. Also 1-0 für uns zur Pause. So,
Mal gucken. Ja, wir sind. Magdeburg ist ein bisschen noch stark nach der Führung. Wir haben zwar versucht, die Chancen zu nutzen, aber sind doch nicht auf Positionen gekommen. Und dann hat Magdeburg stark geworden, haben wir ein bisschen Glück gehabt, dass es hier nicht 1-1 steht. Mal gucken, wie es hier zweite Halbzeit gleich sagt. Klefisch. Machen Sie gut. Steilpass. Richter? Nee. Nicht ungefährlich, aber abgefangen. Ja, gut gelöst da. Da ist der Ball. Aber Klefisch, der sagt dann, das ist meiner, den nehme ich mal mit. Glück gehabt, dass der da durchkommt. Aber dann ist es halt die Möglichkeit. Die Chance. Egal, und das muss das 2-0 sein eigentlich. Wer den noch gehalten hat aus der Entfernung, großartig. Sterner, Ecke kommt. Ecke in die Mitte. Nein. Schlecht gespielt. Zweite Chance vielleicht, ja. Jetzt kommt die Flanke. Auch das ist nicht gut gespielt wieder. Damit ist diese Szene natürlich erstmal beendet. Aber jetzt hat er. Jetzt hat er. Gefährliche Position. Er versucht. Zentimeter. Gute Chance. Aber der dreht sich ein bisschen zu weit weg vom Tor. Wäre der ein bisschen weiter nach links gegangen, dann wäre es das 2-0 gewesen. Aber leider. Aus unserer Sicht geht der Ball nicht Schuler ins da Tor, sondern nur knapp vorbei. Angulo. Ja, Schiri. Ja, das ist wieder so ein blöder Freistoß von der Halbseite. Das hat man gegen Pauli schon zum Beispiel. Die sind sehr schlecht zu verteidigen und auch der ist drin. 1-1. Diese Freistöße von der Seite, die kriegen wir so beschissen verteilt. Die kriegen wir nicht verteilt. Da schluckt man so regelmäßig die Gegentore. Es ist irgendwo verdient, dieser Ausgleich. Die Chancen waren da. Aber wie gesagt, wieder meiner Meinung nach. Gut, es war vielleicht das Handspiel. Das könnte tatsächlich der Grund gewesen sein. Ich glaube nicht, dass das ein Foul war. Und das ist der Ballverlust. Ulrich. Machen Sie jetzt gut. Ulrich. Eckloff. Und gibt's jetzt die Führung. Da sind Chancen dabei, aber die nutzen wir. Kriegen wir gerade nicht genutzt, die Dinger. Wir erleben hier heute eine enorm spannende, eine offene Partie mit Chancen hüben wie drüben. Und das macht Spaß. Starke Szene, er holt sich den Ball. Da geht er vorbei. Und er schießt. Wieder die Chance. Also wir kriegen die Chance, aber wir kriegen die Tore halt nicht genutzt. Gemacht. Das ist nicht das erste Mal. Minuten haben wir noch auf der Uhr. Mal sehen, was sich noch tut. Super Ding. Jetzt haben sie den Ball. Angriff über Carvalho. Peters. Er macht zu. Ecke. Muss Ecke geben, da waren sie noch dran. Nicht wieder so einen zum Punktefall liegen lassen. Sie können nicht klären, Morgalla. Weiter im Bedrängnis. Er versucht es einfach mal aus der Distanz. Gut, kommt er wieder mit der Fußspitze noch dran. Müller. Schuler. Ja, man merkt, sie wollen den späten Sieg. Nein. Schön dazwischen gegangen. Jetzt könnte er den Ball abspielen. Jetzt vielleicht mal über Angulo. Schöne Bewegung. Riesenjubel auf der einen Seite niedergeschlagen. Der ist so wichtig, der Treffer. Ich glaube, das war's. Und das ist der Rekord. Doppelpack. Aus nächster Nähe das Tor. Sie machen alles richtig in dieser Situation. Den wollten sie. Da war nichts zu halten für den Keeper.
Und das ist sein neuer Wettbewerbsrekord. 42. Saisontor für ihn. Wir haben gerade mal Spieltag 26 wohlgemerkt, ne? So, das war da. Das war ganz, 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 ganz wichtig, dieses Ding. Diese Führung. Der war äußerst wertvoll, der Treffer. So, jetzt wechseln wir mal kurz die Position durch. Kurz aus dem 2-0, 2-1 geht er raus. Wie gesagt, wenn wir jetzt hier einen Punkt verlieren, dann war es das definitiv. Dann sind es nämlich 12-10 auf Freiburg. Das ist schon für 10. Und im April treffen wir ja Gott sei Dank aufeinander. Da könnten wir so mit dem Heimspiel das Ding nochmal retten. Aber wie gesagt, Santa Zahn wird's enge. Aber egal, das ist erstmal Nebensache. Jetzt ist erstmal Magdeburg das Ding hier irgendwo nach Hause fahren. Na, leider. Leider, leider. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Meier. Super dieses Zuspiel. Pereira! Ui! Ja, die Entscheidung sorgen können, aber kein Tor. Den muss er machen. Da wird er sich ärgern. Der war wichtig gewesen, der Treffer. Das wäre das. Oh, Fehler! Fehler vom Keeper und dann ist es Meier. Den Ball rein. Da hat er natürlich keine große Mühe. Leeres Tor. Magdeburg bringt sich diese Niederlage selber, weil der Keeper, der so gut gehalten hat, mehrmals. Sorgt mit diesem dicken Box, diesem kurzen Ball, für die Entscheidung. Schwerer Fehler und sowas wird natürlich bestraft. Klar, das darf nicht passieren. Da pennt der Abwehrspieler und dann ist er drin. Er wollte nämlich kurz spielen auf den Abwehrspieler. Auf Lawrence, der den Ausgleich gemacht hat. Aber gut, wir nehmen es mit. Es sind 3 Punkte. Leider nicht zu 0. Der neue Spielstand. Aber jetzt also am Ende sind es halt wieder wichtige 3 Punkte, die wir mitnehmen. So, Schlusswitz. Yes. Hier passiert nichts mehr. Damit steht es fest, die Gäste haben gewonnen. Ja, wieder mal sind sie nicht aufzuhalten. Sie machen ihre Tore. Wie nächste Gegner ist dann morgen um 14 Uhr Kaiserslautern. Sturm deutlich zu erkennen. Tore, Treffer ohne Ende. Und dann kommt so ein Sieg dabei raus. Novo mit 2 Toren, mit dem Doppelpack, mit dem schönes Dribbling hier. Chance zur Führung. Irgendwann, Buschi, irgendwann musste dieses Tor einfach fallen. Oder anders formuliert, es war nur eine Frage der Zeit. Gehalten und das war ein richtig schwieriger Ball. Also ich glaube, den haben ehrlich gesagt... So, also Fakt ist, das Ding ist durch. Wir haben es geschafft, wir haben die Aufgabe gelöst. In Magdeburg gewonnen. Jetzt kann, wie gesagt, Kaiserslautern als nächstes kommen. Vielen Dank, dass Sie schon so kurz nach Spielende bei uns sind. So, grandioser Auftritt von Novoa natürlich. Gemacht. Ja, viel Einsatz auf jeden Fall. Wir haben die wichtigen Tore gemacht. Genau zum richtigen Zeitpunkt. Und jetzt haben wir die nächste Aufgabe, die Pflichtaufgabe in Magdeburg gelöst. Den zweiten Sieg in Folge geholt, den zweiten Auswärtssieg nach dem Spiel halt in Fürth. Nach dem Heimspiel gegen Fürth, so rum war es. Das ist ja das Auswärtsspiel. Aha, wir haben es geschafft. Ja, also alles wichtig.
Danke für dieses Gespräch. So, gut. Dann machen wir einen kleinen Break. Wir sehen uns um 14 Uhr morgen wieder und dann geht's weiter mit dem Duell gegen den 1. FC Kaiserslautern. Das ist dann Spieltag Nummer 27.